Dirk Treusch ist Hypnosetherapeut. In seinem Beruf versetzt er Menschen in Hypnose, um ihnen bei ihren Problemen zu helfen. Dirk, wie ist das, wenn ich dir jetzt in die Augen gucke? Kannst du mich dann sofort hypnotisieren? Muss ich dir Angst haben? Da musst du dir gar keine Sorgen machen. Meine Augen benutze ich dafür nicht, sondern es ist eine Form der Kommunikation. Mhm. Es geht nur, wenn du sagst, ich möchte. Und dann leite ich dich an. Ich bin letztlich nur Anleiter. Und du gehst in Hypnose. Meine Augen brauche ich dafür nicht. Und ich muss dafür auch das wollen. Das heißt, du kannst das nicht machen, wenn ich es gar nicht genau will. Genau, so ist es. Wie machst du es genau? Wie hypnotisierst du? Das könnte ich dir am besten vorführen. Das würde ich dir gern zeigen. Gute Idee, aber nicht an mir, weil ich habe ja ein bisschen Bammel. Ich habe meine 20 Kandidaten dabei. Mal Applaus für euch selbst. Okay, wir gehen jetzt rüber in den Hypnoseraum. Dann geht's los. Alle mitkommen. Aus einer Gruppe von Freiwilligen wird Dirk die Kandidaten raussuchen, die sich für Hypnose eignen. Dafür testet er ihr Vorstellungsvermögen. Sie sollen sich vorstellen, von einem Ballon in die Höhe gezogen zu werden. Der Heißluftballon ist so nah. Wenn du jetzt deinen Arm heben würdest, dann könntest du ihn erreichen. Bei allen, die sich den Ballon richtig gut vorstellen können, hebt sich fast automatisch der Arm. Ist okay, wenn du mitkommst. Ja? Dann dürft ihr schon mal vorkommen, ihr beiden, dass ich mich nicht. Und du? Jawohl. Du? Okay. Gut. Dirk hat 5 Kandidaten für die Hypnose rausgesucht. Hast du schon mal irgendwie Hypnose erlebt, Helena? Mhm. Gar nicht? Nee. Mal eine Show gesehen oder sowas? Auch nicht. Wunderbar. Nur so ein bisschen im Fernsehen mal, ja. Aber nichts Genaueres. Schon nur an dem Punkt unter meinem Auge. Okay. Schlaf, tiefer Schlaf. Je tiefer du sinkst, umso wohler fühlst du dich. Wenn ich deinen Kopf rotiere, geh noch tiefer in die Entspannung. Wenn ich deinen Kopf aufhören zu rotieren, geh noch tiefer in die Entspannung. Sehr gut. Wie hast du das gemacht? Möchtest du das auch können? Wie hast du es gemacht? Sie ist ja plötzlich einfach, der Kopf ist nach vorne gekippt. Es ist so, dass ich sie anleite. Ich bitte sie, Dinge zu tun. Und solange es für sie okay ist, macht sie das. Ist es denn wichtig, dass du sie an einer bestimmten Stelle berührst? Nein. Oder irgendwie Knopf drückst an ihr, der wichtig ist? Die Berührung ist hier ganz hilfreich, weil wenn man sich sehr tief entspannt, kann es sein, dass man anfängt zu schwanken. Deswegen ist es mir manchmal wichtig, auch sie ein bisschen zu halten. Ja, und einfach, mir ist es wichtig, dass natürlich niemand umfällt. Während sich Helena konzentriert, überrascht Dirk sie mit dem Befehl Schlaf. In dieser Sekunde öffnet Helena eine winzige Tür in ihrem Unterbewusstsein. Durch die Kopfbewegung führt Dirk sie immer tiefer in die Trance. Das nennt man Blitzhypnose. Nimm jetzt deinen rechten Arm, ich bringe deinen rechten Arm auf deinen Kopf. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Deine rechte Hand wächst für einen Moment während dieser Hypnose mit deinem Kopf zusammen. Sie ist wie festgeklebt. Jeder Finger klebt einzeln auf deinem Kopf fest. Ich zähle von 1 bis 3. Bei 3 kannst du deine Augen öffnen, die Hand bleibt unverändert. 1, 2, 3. Öffne deine Augen, du bist scheinbar hellwach. Wie geht's? Ist nicht viel, ja, okay. Gut. Was mit deiner Hand? Versuchst du zu bewegen, sie bleibt am Kopf. Versuchst du zu bewegen, sie bleibt am Kopf. Aber sonst fühlst du dich gut, oder? Ja. Ja? Okay. Und sie bleibt am Kopf. Wunderbar. Kann ich mit ihr reden? Ja, jetzt? Kannst du. Die Hand bleibt am Kopf, vollkommen unbeweglich. Hallo, Elena. Hallo. Da ist deine Hand am Kopf. Kannst du die wegmachen? Vollkommen unbeweglich, bleibt am Kopf. Nee, ich gehe echt nicht. Wie fühlt sich das denn an gerade? Total abgefahren. Ist sie denn jetzt wach? Ja, siehst du doch. Du bist wach? Ja. Sieht sie aus, wird sie schlafen? Ich kann es gerade nicht so ganz glauben, weil ihre Hand ist ja am Kopf. Okay. Vollkommen unbewusst. Geht's dir denn gut? Ja. Wenn ich jetzt von 1 bis 3 zähle, kannst du die Hand ganz leicht wegnehmen. 1, 2, 3. Du kannst die Hand leicht wegnehmen und nach unten nehmen. Wie ging es dir jetzt gerade? Du kannst ja fragen, wie ging es ihr eigentlich gerade? Jetzt, als du hier so standest in Hypnose, während wir uns unterhalten haben. Ich muss jetzt mal fragen, ist sie jetzt gerade in Hypnose oder nicht? Ja, auch wenn sie sich selber nicht sicher ist, sie ist es. Du guckst mich an, du kannst mit mir reden. Ja. Du fühlst dich gut? Hast du das Gefühl, irgendwas ist anders? Ich weiß nicht so genau. Also ist irgendwas, kannst du nicht benennen, oder? Ich fühle mich so ein bisschen irgendwie, als wäre so eine Wattewand zwischen mir und allem anderen. Mhm. Also, oder als würde ich so ein bisschen so schweben, oder ich kann es nicht so genau sagen. Ist das ein gutes Gefühl oder ein schlechtes Gefühl? Irgendwie witzig. Am Ende muss Dirk die Hypnose wieder auflösen. Außer dem guten Gefühl sind absolut von dir genommen. Und 3, öffne deine Augen, streck dich und genieß das Leben. Hallo Elena. Hallo. Wie geht's dir? Gut. An was erinnerst du dich? Was ist gerade passiert? An alles. Sie erinnert sich an alles? Ja. Wir machen hier keine Hypnose-Show, wo es darum geht, dass man sich nachher an die Peinlichkeit nicht erinnert. Ja. Sie hat nichts Peinliches gemacht. Wenn sie jetzt quasi gegen mich kämpfen würde, indem sie sagen, ich will nicht, dass das passiert, dann würde es auch nicht gehen.
Wenn wir also gegeneinander die Grundlage kämpfen. Ist, dass sie sagt, sie will mitmachen, ja. deswegen könnt ihr zusammenarbeiten. Genau. Aber wenn sie an irgendeinem Punkt merkt, stopp, sie will ja. aufhören, dann hätte sie diese Macht über sich so selber. Sie ist dir nicht ausgeliefert. So ist es. Was wäre denn jetzt passiert, wenn du das nicht aufgelöst hättest? Dann wäre das von selber ja. weggegangen? Sehr wahrscheinlich. Es ist da nicht vorhersehbar. Jeder reagiert anders. Aber es ist in der ganzen Menschheitsgeschichte noch nicht passiert, dass jemand nicht mehr aus der Hypnose kam. Applaus für Elena. Auch Maria befindet sich in tiefer Trance. Das erkennen wir an ihrem Augenflackern. Maria soll nun die Zahl 7 vergessen. Wenn du gleich deine Augen öffnest, dann wirst du von jetzt an ohne die Zahl 7 zählen. Das heißt, du zählst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 und so weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Was kommt noch drin? 11. Hast du sonst 11 Finger? Hast du mal nachgezählt? Ja. Okay. Maria zählt tatsächlich 11 Finger statt 10, da ihr die Zahl 7 fehlt. Als nächstes soll sie ihren Namen vergessen. Sag mal, welche Farbe hat der Stuhl? Orange. Oh, gut, alles klar. Wie heißt du nochmal? Maria. Ah, okay. Da war doch wichtig, dass der Name da war. Hier hat jetzt gerade was nicht wirklich funktioniert. Du hast Nein, gesagt, sie soll den Namen vergessen, aber sie hat ihn trotzdem gesagt. Was ist das für ein Zeichen für dich? Warum hat sie das jetzt so? Das ist ein Zeichen dafür, dass ein unbewusster Anteil gesagt hat, hier geht's mir zu weit. Das heißt, die Zahl hat sie ja eben vergessen, als sie gezählt hat? Genau. Den Namen hat sie nicht vergessen? So ist es. Das ist sowas wie ein Sicherheitssystem vielleicht in einem ja. drin. Kann man das so nennen? So ist es. Hypnosetherapeut Dirk versetzt nun Corinna in Trance. Auch bei ihr funktioniert die Blitzhypnose. Die Hand wird zur Faust, zur festen Faust, zur absolut festen Faust, vollkommen unbeweglich. Versuch den Arm nach unten zu drücken, der Arm bleibt unbeweglich. 1, 2, 3, öffne deine Augen. Und da geht's gut, der Arm bleibt unbeweglich. Alles klar? Mhm. Dein Arm guckt jetzt so nach oben. Wie ja. findest du das? Komisch, ist auch sehr, also man merkt, dass es krampfig ist und ja. dass ich auch echt Kraft brauche dafür. Aber nimm ihn noch mal runter einfach. Geht das nicht? Nee. Warum nicht? Ich weiß nicht, es ist irgendwie eine Blockade da. Ihr haben die Augenlider geflackert ein bisschen. Ist das eine Anstrengung in dem Moment oder warum ist das? Nee, es ist eher ein Zeichen von hypnotischer Entspannung. Also, es ist das Gegenteil sogar. Das Nervensystem reagiert so. Mhm. Ist es für dich okay, dass Erik, wenn er mag, gleich Folgendes macht, dass er hier deinen kleinen Finger berührt an dieser Stelle und dann, wenn er das tut, ist dein Arm wieder ganz entspannt. Ist das okay für dich? Mhm. Gut, dann darfst du das tun. Kannst du den Arm denn jetzt runter machen? Klappt nicht. Nee. Ich sehe, du hast da einen Widerstand. Vielleicht kann ich das mal lösen, indem ich so mache. Okay. Fühlst du dich jetzt ein bisschen besser am Arm? Ja, danke. Ich wollte dich jetzt eigentlich fragen, woran du siehst, ob sie schauspielert oder nicht, aber ich brauche das gar nicht mehr zu fragen, weil ich sehe, dass das echt ist. Das sehe ich das in deinem Gesicht. Ja. Man kann diese flatternden Augenlider nicht spielen. Ja. Aber nicht jeder, der in Hypnose ist, hat diese flatternden Augenlider. Mhm. Nur wenn man sie hat, das kann man nicht spielen. Als nächstes soll Corinna ein Glas heben. Dirk lässt sie denken, das Glas wiege mehrere Tonnen. Versuch's mal zu heben. Absolut schwer, tonnenschwer. Es ist tonnenschwer, lässt sich nicht heben. Versuchst du es zu heben? Spielst du uns was vor? Spielst du uns was vor? Es ist tonnenschwer, absolut tonnenschwer. Erik, magst du mal das Glas heben? Das ist tonnenschwer? Ja. Boah. Fühlt sich für mich nicht so an, muss ich sagen. Probier du es doch nochmal, dieses schwere Glas zu heben. Es bleibt tonnenschwer. Absolut tonnenschwer. Absolut schwer. Das scheint nicht zu funktionieren. Corinna ist in tiefer Trance. Nun will Dirk unter Hypnose ihre Geschmacksnerven täuschen. Eine Zitrone soll schmecken wie ein Pfirsich. Magst du mal den frischen, kraftigen Pfirsich beißen? Ich will nicht wirklich, aber ich mach's jetzt mal im Dienst der ja, Wissenschaft. Mhm. Das ist kein Pfirsich. Das ist eine Zitrone. Da hast du irgendwas anderes hier. Ja. 1, das Bedürfnis wird stärker. 2, der Mund wird trockener, immer trockener. 3, der Mund ist absolut trocken. 4, du wirst diesen Pfirsich aufessen. Diese Pfirsichhälfte, da ist kein Kern mehr drin. Du willst sie aufessen. 5, dieses Bedürfnis ist ganz stark. Deine Augen bleiben geschlossen. Ich gebe dir den Pfirsich in die Hand. Gib dir den Pfirsich in die Hand. Iss ihn auf, iss ihn jetzt auf. Genieß diesen Pfirsich, diesen frischen, saftigen Pfirsich. Iss ihn auf, genieß diesen frischen, saftigen Pfirsich. Iss ihn auf, genieß diesen frischen, saftigen Pfirsich. Ich iss ihn auf, jawohl, sehr gut. Genieß diesen frischen Saft, jawohl. Beiß noch mal rein, jawohl, sehr gut, wunderbar. Bei 3 bist du wieder hellwach, fühlst dich wunderbar wohl. 1, 2, 3, öffne deine Augen.
Gut, ich muss die Kassette wechseln. Hat jemand mal ein Tempo oder so? Du hast hier reingebissen, wie hat's geschmeckt? Gut, wie ein Pfirsich. Ja? Ja, ganz saftig. Was war in dem Moment? Es ist so, dass auch hier ihr Bewusstsein dabei ist, der Verstand ist dabei. Und wenn das Unterbewusstsein beschließt in der Hypnose, das ist ein Pfirsich, dann ist es ein Pfirsich und schmeckt wie ein Pfirsich. Mhm. Da kann der Verstand noch so oft sagen, es ist eine Zitrone. Das Unterbewusstsein nimmt das als Pfirsich. Aber jetzt sieht sie es und dadurch funktioniert das natürlich nicht mehr. Ne? Jetzt nicht mehr. Ich habe ja sogar die Schale gegessen. Und Kerne. Du hast in die Zitrone gebissen, hast sie sogar halb aufgegessen. Das sieht natürlich lustig aus, wenn man das sieht. Aber wieso machst du das? Wieso lässt du Leute in Zitrone beißen? Das mache ich letztlich, weil ich zeigen möchte, was mit Hypnose möglich ist. Ja. Nicht, weil ich Hypnose-Show mache auf der Bühne, sondern zeigen, was möglich ist. Stell dir vor, du hast Angst vor Spinnen. Und du hast vielleicht sonst keine Probleme im Leben, aber wenn du eine Spinne siehst, rennst du zur Tür raus. Und da ist Hypnose-Therapie die perfekte Methode, um zum Beispiel so eine Angst loszuwerden. Mhm. Ja? Und genau solche Therapeuten, die bilde ich aus. Das heißt, du kannst damit Leuten helfen, in eine Zitrone beißen. Das machst du wahrscheinlich gar nicht bei dir in der Praxis. Nein, das mache ich nicht. Aber du hilfst Leuten zum Beispiel gegen Ängste, die sie haben. Genau, zum Beispiel. Danke, dass du mir das alles gezeigt hast. Und danke euch nochmal. Ja.